ihr Lieben, Christian Schemmer, Partner, Frau, Business-Coach, Psychologe. Diesmal wieder über Kontrollthemen, Dating, Beziehung und Liebe. Wir besprechen mal wieder eine Frage zum Dating. Wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, kannst du bei einem Formular auf liebeschip.de machen. Und wir haben noch, wenn ich zum Beispiel für die Dating-Kurse interessierst oder alle anderen Kurse oder meine Mental-Kurse, 25% Coupon bis Pfingsten, jetzt noch bis Pfingstmontag mit dem Code MyLiebe. Ja, dann schauen wir nochmal. Also hier ist ein bisschen das Thema, man sollte hohe Standards haben im Dating, aber nicht zu hoch. Man sollte Sachen auch nicht zu schwierig machen. Und hier haben wir, denke ich, Situationen, wo man sich das vielleicht zu schwierig macht. Wenn ich das hier richtig sehe, nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber so der Vollständigkeit halber, lesbisches Paar, zwei Frauen, die daten, und die eine schreibt: Hey Christian, danke für deinen Content, habe schon viele deiner Kurse gemacht und es geschafft, mich von meiner Liebessucht zu befreien. Ja, hervorragend, sowas wollen wir noch hören hier. Programmiert euer Liebeschip um, euer Beuteschema. Und gerade dann, es geht ja so durch verschiedene Phasen, die auch so von meinen verschiedenen Modulen also abgedeckt werden. Deswegen, also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch am Wochenende an support@liebeschip.de, welche Kurse für euch in Frage kommen. Aber typischerweise ist es so, wenn man erstmal so Standards entdeckt hat, dann kommt manchmal so eine Phase, wo man so besonders gründlich sein will, muss auch nicht schlecht sein. Oder auch man entdeckt so die eigene Bindungsangst, sag ich mal, wenn man anfängt, emotional verfügbare Menschen zu daten. Naja. So, nun habe ich nach einer Weile Single sein und Selbstarbeit eine Frau bei Bumble angeschrieben und auch schon Nummern getauscht. Ich habe übrigens gehört jetzt, vielleicht mache ich da auch mal ein Video drüber, dass die ziemlich in einer Krise sein sollen, Dating-Apps, dass das nicht mehr so gut läuft, wie man, also jetzt auch rein finanziell so, sollte man gar nicht meinen. Texten nur das Nötigste, gut. Denn ich will statt wochenlang schreiben, zügig Dates. Endlich mal kein Lovebombing, nicht dauernd am Handy. Endlich eine Frau mit Offline-Leben. Ich würde trotzdem raten, sich, bevor man das erste Date hatte, sich über sowas gar keine Gedanken zu machen, weil du musst die Person erstmal treffen. Ne? Aber vielleicht habt ihr auch schon eins gehabt, weiß ich nicht. Da ich gerne aktiv bin, habe ich mir ausgedacht, mit ihr in einen Klettergarten zu gehen. Ja, ist schon, ist eigentlich eine gute Idee, aber vielleicht nicht für jeden was, also da kommen wir jetzt auch drauf. Daraufhin kam zurück, dass sie mich für sowas besser kennen müsse und schauen müsse, ob wir uns verstehen, aber dann gerne. Finde ich völlig in Ordnung, sag ich ganz ehrlich. Weil wenn man selber so Extremsport macht, das ist, also vielleicht findest du auch gar keinen Extremsport, aber für viele ist das Extremsport. Und du sagst jemandem, hey, mach doch mit. Und klar, du weißt, dass das total sicher ist. Aber für viele ist Klettern erstmal ein absolutes Vertrauensthema. Ich kenne auch Leute, die haben, die glauben zwar, dass es sicher ist, aber diese Vorstellung, sich von jemandem sichern lassen zu müssen, ist für die so schwierig. Und dass da jemand sagt, hey, ich will dich, also gerade bei sowas wie Klettern, nicht erstmal kennenlernen, finde ich eigentlich völlig in Ordnung, ne? Ich halte das irgendwie für eine Ausrede. Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man vielleicht vorher immer so in toxischen Dating-Situationen war, dass man einfach gar nichts mehr glaubt. Und da muss man so ein bisschen, das ist halt diese Mitte finden, ne? Dieses Gegensteuern. Erst steuert man gegen die Liebessucht und dass man so Leuten alles abnimmt. Also wenn man so love-addicted ist, so liebessüchtig ist, dann weiß ich nicht, da ist ja keine Red Flag so groß, als dass du sie nicht übersehen würdest und man geht über alle Schwierigkeiten hinweg. Aber wenn man das nicht mehr ist und so nüchtern datet, dann gibt's auf einmal, da findet man selber auf einmal die ganzen Probleme, wo man sich jetzt nicht treffen kann. Also da muss man auch wieder, da muss man so wieder in die andere Richtung steuern, dass man sagt, hey, warum nicht, ne, ist so alles gut. Weil mal ganz ehrlich, du machst einen Vorschlag und der andere kannst du ja auch ablehnen, das ist total in Ordnung, ne. Das heißt, das hat doch nichts gegen dich, vielleicht ist ja jetzt auch nicht so ein Standard-Date. Also finde ich total in Ordnung, ne? Ich halte das irgendwie für eine Ausrede. Nee, glaube ich nicht. Soll ich nochmal einen zweiten Vorschlag machen? Absolut. Macht es nicht zu schwierig. Also macht so gerade Leute, die auf dem Weg, wo sie gerade stehen oder sowieso vielleicht ein bisschen bindungsvermeidend sind, müssen echt aufpassen, dass sie den Haar nicht so zudrehen, dass gar nichts mehr durchpasst, ne? Gerade auf Dating-Apps ist das ein Riesenproblem, auch ein Teil, warum die, glaube ich, nicht mehr
funktionieren. Ich wollte eigentlich immer mal gucken, wie beim Match.com eigentlich der Aktienkurs steht. So. Also, das würde mich echt mal interessieren. So. Tatsächlich ist ordentlich am Fallen. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Auf 3-Monats-Sicht am Fallen. Also Match.com ist Tinder und Konsorten. Wow. Also diese Match Group hatte mal einen Wert pro Aktie von 150 und jetzt ist sie bei 25. Boah, gut, dass ich keine Dating-App gemacht habe. Spaß. War ja mal Thema. Scheint ja nicht mehr so ein gutes Business zu sein. Wow, da, boah, das ist ja richtig krass. Ich habe das über Bumble gehört, dass die ziemlich am Struggeln sind. Aber, boah, krass, ey. Vielleicht ist das echt vorbei mit Dating-Apps, ey. Jetzt bin ich gerade richtig ein bisschen schockiert. Also, jetzt mal, mir ist das völlig wurscht, aber vielleicht gibt's echt wieder so einen Weg ins Offline-Dating. Das wäre wirklich toll. Ja, aber zu dir, also nee, natürlich machst du einen zweiten Vorschlag und ich finde auch gut, dass du da deine Rolle gefunden hast, also meine Datingkurse sind ja auch für queere Menschen, da muss man halt nur einmal kurz, deswegen habe ich auch zum Beispiel die Datingkurse, habe ich beide Varianten, kann man auch zusammen kaufen für einen deutlich günstigeren Preis, dass man jedenfalls auch noch gucken kann, okay, was ist eigentlich meine Lieblingspolarität und dann sich entsprechend verhält, was du scheinbar machst. Also du übernimmst die Dates, finde ich gut, und dann machst du eben einen zweiten Vorschlag. Alles gut, lass dich nicht entmutigen. Viel Spaß dabei, halt uns auf dem Laufenden. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.